Peace, Sedin. Welcome zu unserem nächsten Outfit-Analysen-Video. Hier ist Armin von Immer Fresh und heute behandeln wir Nimo Asimemo Blabla Outfit. Die beiden Jungs haben was ganz Nices dahin gezaubert und tragen auch Outfits, die nicht ganz standardmäßig sind. Alle Outfits, die ich euch hier vorstelle, gibt es auf immerfresh.de mit alternativen Links und Beschreibungen und allem Möglichen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, Link in der Beschreibung. Dann legen wir auch gleich mal los. Und zum Schluss folgt noch eine Videoanalyse von mir. Zu Anfang, beziehungsweise sehr auffallend, ist dieses orange-lastige Nimo-Outfit. Als Hoodie hat er den Adidas Trefoil Oversize Hoodie an. Im Preisbereich 90 Euro, gibt es hier auf Adidas. Und Amazon-Link auf unserer Seite, beziehungsweise auch in der Beschreibung. Dazu passend trägt er die Adidas Beckenbauer Jogginghose. Und dann trägt er noch die Pharrell Williams X Adidas NMD Sneaker, die hier auch eine ganz nice Aufschrift haben. M1 L3 L3. Genau. Die kamen irgendwann Mitte August raus und sind auch, also das genaue Release-Datum findest du auch auf immerfresh.de und sind auch limitiert, das heißt, die werden bald ausverkauft sein. Aber wir haben euch ganz viele Shops auf unserer Website verlinkt, wo es noch erhältlich ist. Preisbereich 250 Euro. Dann, Asimemo trägt diese nice Jacke. Mein geschultes Auge hat dann an einer Stelle erkannt, damn, das ist Hugo Boss. Ist eine Schlupfjacke mit Half-Zip. Die finde ich ziemlich nice aussieht. Kostet lediglich 399 Euro. Also wenn man im Rap-Biz gut am Start ist, kann man sich die leisten. Sonst kann man sich die hier gönnen. Von Urban Classics, deutlich günstiger. Ne, ihr seht schon den Preisbereich hier. Sieht, finde ich, genauso fresh aus eigentlich. Genau, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann trägt, damit hat er uns echt fertig gemacht, der Asimemo, ne? Dann trägt er nämlich hier diesen Sweatshirt auch von Polo Ralph Lauren. Den gibt es nämlich hier bei Matches Fashion. Gibt es in richtig wenigen Shops übrigens nur. Und wie wir es identifiziert haben, da saßen wir mega lang dran, war über dieses Logo, Alter. Ich habe es so kurz gesehen und gleich zu meinem Homie Clemens, Alter, was ist das? Und dann haben wir das Teil gefunden. 165 Euro geht, finde ich sogar. Also für so ein Rapper-Markenteil. Und dazu trägt er passend eine gelbe Ralph Lauren Cap. Preisbereich knapp unter 40 Euro. Dann hier nochmal zur Verdeutlichung, Nimos Cap ist auch richtig fresh. Ist eine MCM Ledercap mit so einem Mittelstreifen. Preisbereich lediglich 230 Euro. Für eine Cap ein Schnäppchen. Was meint ihr? Dann haben wir eine Alternative für euch, da nicht jeder das große Pada gemacht hat. Hier lediglich 14,99 zurzeit. Und ich finde, die sieht mega nice aus, wenn ihr mich fragt. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann trägt er dieses Levi's Sweatshirt mit Streifen. Das gibt's hier. Unter 100. Finde ich ganz nice. Passend dazu eine Levi's Jeans. Für derzeit 100 Euro. Ich finde die ziemlich polarisierend. Also mir wird sie nicht stehen, aber Nimo steht sie. Genau, könnt ihr euch bei Essence bestellen. Dann trägt er einen, ich sag's Anglerhut, aber es heißt eigentlich Bucket Hat von Prada. Es ist halt aus einer älteren Prada-Kollektion, deswegen gibt's die nicht mehr online zu kaufen, beziehungsweise nicht mehr in den regulären Shops. Die aktuelle Prada-Kollektion haben wir euch bei immerfresh.de verlinkt. Sonst diese Alternative für derzeit Preisbereich 14 Euro. Sieht eigentlich genauso nice aus, nur dass da kein Prada steht. Genau, dazu trägt er weiße Leder Converse Sneaker, die du dir hier bestellen kannst. Genau, dann Asimemo, wie er dich am Hals packt, trägt eine Weste von Napapiri. Haben wir auch am Logo identifizieren können. Ich wusste so, damn, das kommt mir bekannt vor. Gibt's hier bei Amazon. Genau.
Dann trägt er eine Rolex Datejust um sein Handgelenk. Wir haben dir hier eine nice Alternative rausgesucht. Für Preisbereich 19 Euro. Sieht mega nice aus, ist mega günstig. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Dann geht noch zu sagen, supportet den Bruder und holt euch seine Box Surf and Turf. Am 21. September kommt die raus. Und es werden wahrscheinlich nice Features, nicer Sound am Start sein. Und wer weiß, wie lange es die Box noch gibt. Jetzt hier, wie versprochen, das ist doch der Teil, auf den ihr alle gewartet habt. Was ist schon das Outfit gegen diese Rap-Analyse, die jetzt hier kommt. Ich persönlich feiere den Track mega. Was ich auch feiere, ist so, wie die beiden so ein bisschen Spaß haben im Video und so. Hier, guck mal. Aber man merkt, die beiden haben einen richtig guten Vibe zusammen. Und die hatten richtig Spaß beim Videodreh. Und das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Auch geil ist, können wir gleich mal hier reinhören. So Nimos Flow, das ist wie so eine Achterbahn. Es geht so hoch, runter, aber das passt voll zusammen. Ich zeig euch mal, was ich meine. Erstmal so voll aggressiv. Und jetzt float der wieder so übelst flowig rein. Wenn ich ehrlich bin. Und dann gleich noch eine Sekunde später rastet er wieder richtig aus. Oh nein, das wird übrigens cool. Gentleman. Aber das passt voll. Also finde ich richtig cool. Nimo ist eh, finde ich, ein krasses Flow-Talent. Und ich glaube, der eine oder andere hat sich gefreut, den hier mal wiederzusehen. Von dem hatte man ja schon lang nichts mehr gehört. Von dem Bruder. Genau. Dann, was ich halt auch geil finde, ist das Video, weil es auch nicht so ein Standard-Video ist. Zum Beispiel hier, diese Szene fand ich auch ganz geil. Bla 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 bla. Flabban ja bra. Ja sagaya, bla 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 bla. So dieses mit dem Drehen und so, das hat mich voll verschickt. Also für jemanden, der da das auf Drogen anguckt, dem wird es auf jeden Fall an manchen Stellen gut in den Sitz hauen. Was ich auch nice fand. Ja, Mann. Asimemo, finde ich, bringt so ein bisschen Ruhe in den Track, auch wenn der krass float. Aber bei diesem Nimo, ja, bla 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 bla. Da ist so ein Asimemo auch ganz geil, der dann so sagt, ja, bla 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 bla. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Und wenn die auch einchecken und so, die haben da echt Fun im Video. Gibt euch. Alter, ich finde, das passt so gut zusammen, wie Nimo so runtergeht. Und dann Asimemo von hinten so rappt. Gaia, bla 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 bla. Nur nachlabern, ja bra. Sagaya, bla 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 bla. Mega Ohrwurm, Alter, davon, da braucht man gar nicht mal drüber reden, dass es ein Ohrwurm ist. Und hier auch, finde ich, die Mimik von den Jungs, Alter, einfach spitze. Richtig geil, die beiden haben richtig viel Spaß zusammen und die nehmen sich nicht allzu ernst im Video, was mega unterhaltsam ist, und gleichzeitig flowen die mega geil rein, aggressiv, melodisch, alles mit drin, geile Outfits, hat mir sehr Spaß gemacht, mir das Ding reinzuziehen, hat mich sehr gefreut, als es rausgekommen ist. Wie geht's euch? Schreibt's in die Kommentare. Das war's mit der Outfit-Analyse. Wenn ihr immer über die neuesten Outfits und so weiter Bescheid wissen wollt, dann tragt euch hier in den Newsletter ein und ihr kriegt immer die neuesten Sachen direkt in euer Postfach. Und in diesem Sinne, abonniert den Channel, wenn ihr es feiert. Bis zum nächsten Video. Peace out.